So, Friends, welcome back. Wir haben Kapitel Number. Keine Ahnung, das mit Alan Wakes hast du abgeschlossen und. Wir schauen, wie es weitergeht. Findet den Weg. Das war mega affengeil. Ja. Ah, der Schuhkarton ist sowas. Wir hatten einen Gegenstand aufgehört. Alan kann jeden Schuhkarton im dunklen Ort auf die gelagerten Gegenstände zu. Im Schuhkarton werden eine Gegenstände aufbewahrt. Also ist sowas wie die Kiste in Resen. Alan kann von jedem Schuhkarton im dunklen Ort auf die gelagerten Gegenstände zu greifen. Naja. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Alter, was ist das denn? Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Boah, sieht das fett aus. Oder? Junge, sieht das geil aus. Auf jeden Fall. Also ich bin selten beeindruckt, muss ich sagen. Aber das tut mich schon gerade hier. Also das tut mich grafisch schon gerade echt, muss ich sagen, finde ich beeindruckend. Also Spider-Man fand ich schon krass, aber das finde ich grafisch ja nochmal. Ich bin sogar bezweidruckt. Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Was ist die Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja. Leute, Real Talk. Der Mann, ich bin geflasht. Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Ich bin ohne Scheiß echt geflasht. Und damit bin ich nicht den Superheld. Ach, da hat auch alles seine. Ah, okay, krass. Oh, Junge! Alter, das war so peinlich jetzt. Oh, ich hab mich aber... Boah, gebt zu, ihr habt euch nur erschrocken, Chat. Gebt zu, Mann. Ich hab's gehört, gerade hat gesagt, wünsch dich was.
Find Alice. Nein, wir haben uns nicht erschrocken. Leck mich, Jona. Quatsch, nee. Ihr habt euch erschrocken. Teddy. Ihr habt euch erschrocken. Gib's zu. Gebt's einfach zu. Und erschrecken größer als ja, ihr seid natürlich die Saukulen, die sich vor nie was erschrecken, aber mich hier ein Trümmerbruch auf schwer schicken ist klar. Arthouse Classics. Und hier seht ihr mal wieder, was man mit dem Spiel erreichen kann, wenn man sich ein paar Jahre Entwicklungszeit gönnt. Ne? Und nie auf Teufel komm raus. Den Scheiß rauswichsen muss. Sondern einfach mal keine Ladung, okay. Sich Zeit nimmt für ein ordentliches Spiel und entwickelt. So, Highline Station. Ah ja, das zeigt. Lichtwechsel inaktiv, Lichtwechsel inaktiv. Aber zu viel Entwicklungszeit ist auch nicht gut. Dann entsteht Cyberpunk 2077. Oh, Kunde, verpiss dich, Mann, du Gott. Deine Scheiße. Gute Nacht, bis morgen. So, kannst du, ich hab ausgefallen. So, ab ins Bett jetzt, los. Jo. Bett. Zeit. Und gucken Sie so psychopathisch. Sie war von der anderen Seite versperrt. Dann können wir hier hoch? Ist ein Aufgang? Teddy 112 mm wollen wir wetten abschließen, wie oft er sich noch erschrecken wird? Wir brauchen einen Scream-Counter anscheinend. Ein Death-Counter scheint nicht zu reichen. Dass er dann den kompletten. So, aber hier ist ja die. Wir müssen doch. Finde den Eingang zur U-Bahn-Station. Okay. Das ist ganz einfach. Dauert keine 5 Minuten. Ja. Das geniale Street Station-Schild war da. Ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich. Oder gibt es noch so viele Stellen? Wir sind ja noch am Anfang.
Meine Lampe hatte keine Energie. Ich musste ein Licht für sie finden. Oh, Alter. Das ist ja echt, als hättest du die Stimmen direkt aus der Hölle im Ohr, ne? Halt doch mal deine Schnauze jetzt und komm nicht. Geh auf deinen scheiß Balkon hier oben zurück, du Vogelmann. Oh, eine Quelle für Licht. Stellt euch vor, das so. Was glaubst du mir? Oder kann ich die hier aufladen? Nein, genau. Oh, was haben wir hier? Aha! Ausrüstung. Sie war von der anderen Seite versperrt. Natürlich, hier ist alles von der anderen Seite versperrt. Immer. Warte mal, war ja bei der Ausrüstung vielleicht. Nein, war natürlich keine Batterie dabei. Dort hinten, dort ist der Licht, oder? Halt doch mal die Fresse jetzt. Du bekommst bestimmt deine Ladung irgendwo am Anfang. Nee, ich bin schon richtig, ja, Teddy. Darf ich den Chat schreiben? Ja, ja. Die Anzahl der Kapitel kannst du dann schreiben. Oh, irgendwie eine Knarre hätte oder sowas. Stand es so auf der Seite geschrieben? Was zur Hölle? Oh, hey. Oh. Sie waren bei Door Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Natürlich darf ich jetzt ohne Waffe zurückrennen. Die Stimme hast du. Ich musste Casey folgen. Ich brauchte dieses Licht. Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse starb. Mich wieder. Die Stimme hast du im Jensen. Umgebracht. Sie werden es nicht bekommen. Sie glauben, sie wissen etwas. Sie oh mein Gott, Alter. Nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Puh.
Oh mein Gott, mit so viel Munition bleibt. Das war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detectives. Also du bist ja... In Kapitel 11 von 18? Ich bin in Kapitel 11 von 18. 12, 19. Ja. Das verwirrt mich ja jetzt komplett, Mann. Ich besaß nun Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. So, kommen wir jetzt hier rein? Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Die Leiche ist weg? Gebt euch das mal. So, Leiche wieder da. Und hier haben wir auch übrigens kleine, pass mal auf, Pfeilhinweise. Ja, nur hier Pfeil. Zu einer Kiste. Alter, wie die das aber auch krass gemacht haben hier grafisch noch. Da kannst du echt schon bei dem Game nichts sagen, ne? Das ist schon fett. Wie die Mutter des einen oder anderen Content Creators. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich hab die ja gar nicht gefunden. Ach nee, warte mal. Wahrscheinlich muss ich hier... Oh, das ist ja mal absolut verwirrend. So, pass mal auf. Ich mache jetzt hier das Licht aus. Oder ändert das? So. Jetzt komme ich hier drüben rein. Und jetzt finde ich hier bestimmt auch was. Das ist ja grau, Mann. Also hier musst du ja zehnmal um der Ecke denken in dem Spiel, ey. Cult of the World Initiation. Nein, wir gehen mal zurück. Mist, die Gasse war jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Moment. Der Stricher. Pipehead Move. Was ist denn nun richtig mit dem Licht an? Oh. Sparta. Mein lieber Sprichwort, was geht ab? Hast du immer noch die Kack-Plugin? Greift ihr mich an? Oh! Oh! Die Schatten verblichen. Verschwanden jedoch nicht. Sie wollten mich aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole und Taschenlampe wehren.
öffnet die Dunkelheit. Ich konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Die Frage ist ja, gibt es da noch was? Achso, keine Ladung, alles klar. Also müssen wir in die U-Bahn-Station auf jeden Fall rein jetzt. Cult of the World, also steht ja hier überall. Caldera. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. Caldera U-Bahn Station, Moment. Wir haben gelernt. Caldera ist doch ein Vulkan, oder? Wurde uns das nicht kommuniziert im ersten Teil? Caldera? Ich wollte schon sagen, geil, Spinne zu verstecken wie ein Alien. Ah, oh Gott, hat mich diese Scheißgame so therapiert, dass ich schon glaube, man kann sich hier überall in Spinden verstecken. Was ist denn, oh nein? Und hier geht es. So. Und was soll ich tun? So. Halt's mal, bleib wieder runter. So. Jetzt sind wir an der U-Bahn-Station. Und nun? Vor allen Dingen müsst ihr euch mal fragen, wie kommt denn der Mitarbeiter hier in das Ding rein? Guckt euch mal an. Hier drinne ist nirgendwo eine Türe? Soll er hier durch den Schlitz durchklettern oder was? Habe ich hier irgendwas verpasst? Wir mussten doch hier rein, oder? Ja.
Aber ich kann das hier auch keine Lampe fahren. Hat nie geklappt, haha. Also insgesamt habe ich mich jetzt hier schon dreimal erschrocken. Sagen wir mal mit dem Anfang vom Spiel. Viermal, fünfmal. Noch können wir einen Scream-Counter einrichten. Wenn ihr sagt, ich würde mich in dem Spiel noch mehr erschrecken. Sie war von der anderen Seite versperrt. Wir müssen doch hier Lichtwechsel aktiv. Ich frage mich aber immer noch, wo der Schwierigkeitsgrad bleibt. Henry, wir sind am Anfang des Spiels. So. Es muss ja hier sein. So, zack, Licht an. U-Bahn-Station. Gibt es hier irgendeine andere U-Bahn-Station oder? Oder ist selbst die Verwirrung gerade wieder verwirrt? Die Stadt war nicht real. Ich war an die Grenzen meines Traums gebunden. Ah. Stationary. Ist das der Eingang hier vielleicht? Teddy. Jona, habt ihr eine Idee? Oder andere im Chat eine Idee? So. Zack, Caldera Station. Okay, dann gerne raus damit. Walk, do not run, use Hot Trail. Es gibt hier keine Tür. Ja. So, der Lichtwechsel hat keine Ladung. Sprich, funktioniert hier auch nicht.
Benutze das andere Fenster. Ich finde den Fehler nicht. Ich kann ja nichts machen. Ich bin gerade maximal verwirrt, sag's euch so, wie es ist. Auch keine Ladung. Teddy, gern in die Kommentare damit. Ich musste den Zaun irgendwie umgehen. Ah. Ach nee, hier gibt's eine neue Kiste dann anscheinend. Weil gelbe Pfeile ist Kiste. Du bist richtig dort. No, aber ich muss wahrscheinlich das Licht wieder wechseln. Du musst das Echo irgendwie von verschiedenen Winkeln dingsen. Was, unten in der U-Bahn-Station bin ich richtig, meinst du? Ja, die Wand ist immer noch da. Hä? Ich hab einen englischen Guide. Ist grad zu viel Englisch für mich. Oh! Krass! Ja, du kannst nach Hause, du Vogel. Lass mich in Ruhe, Mann. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Ah. Ja Leute, wenn ich immer so lange für Rätsel brauche, dann werden die Videos natürlich auch entsprechend länger. Ich muss in die U-Bahn-Station, jetzt bin ich hier irgendwo auf so einem scheiß Hausdach. Das kann doch auch alles nirrisch sein. Richtig. Das ist ja hohl, Alter. Oh. Echo. Na, erstmal guck, was hier oben auf dem Dach noch drauf ist. Huch, hier war dann eine Leiter. Bin ich bescheuert? Drüben. Night Springs. Passe das Echo ein, indem du... Jahrelang hatte ich Bücher über Alex Casey geschrieben. Etwas war noch hier.
Eine Zeile einer halb vergessenen Geschichte. Der Regen versuchte, die Sünden der Stadt wegzuwaschen. Doch die Sünden mancher Verbrechen waren unauslöschbar. Weder durch den Regen noch durch eine Therapie mit Dr. Jack Daniels. Sie blieben bestehen. Blaue Flecken unter meiner Haut wie Tattoos. Blutergüsse in meiner Seele. Narben in meinem Herzen. Es regnete unaufhörlich weiter. Und ich trank unaufhörlich weiter. Ah ja. Vor 37 Minuten ist das letzte Mal gespeichert. Hör mal rein. Ja, ich weiß, die gelben Pfeile haben woanders dann gezeigt. Hallo? Oh, hey, alle. Sie haben sich angeschlichen. Verzeihung, kennen wir uns? Schon wieder Gedächtnisprobleme, hm? Das ist ja, der aus Brad Boss? Tim Breaker. Wir haben Hinweise ausgetauscht. Ich habe Fortschritte mit der Karte gemacht. Sehen Sie. Aber den mysteriösen Mann konnte ich nicht finden. Sie erstellen eine Karte? Ich versuch's. Aber es ist schwierig, einen Traum zu kartieren. Ich ende immer an unerwarteten Orten. Ich finde interessante Dinge, wie diese seltsamen Markierungen, die mit dem Licht reagieren. Aber nie das, was ich suche. Sehen Sie sich die Karte mal an. Ich habe auf meiner Suche Vorräte angelegt. Falls Sie etwas finden, greifen Sie ruhig zu. Danke für die Hilfe. Wer ist der mysteriöse Mann? Er wäre nicht mysteriös, wenn ich es wüsste. Ich kenne nur seinen Namen. Wallen Dorr. Der Talkshow-Host? Nein, klingt nicht nach ihm. Er hat viele Gesichter, aber Talkshow-Host? Ich suche weiter. Und die Verwirrung ist wieder verwirrt. Das ist meine verrückte Wand. Damit versuche ich, das alles zu verstehen. Verurteilen Sie mich nicht. Da können wir gern tauschen. Nicht vergessen, ich war in der Leichenhalle. Ich war kurz davor, dem FBI die Beweise zu übergeben. Dor hat mich hier hergebracht. In diese Traumrealität. Ich mache mal jetzt gleich im vom nächsten Video einen neuen überhaupt einen Kaffee. Wer, wo, warum, Motiv, warum ich. Fakten, fehlende Zeit, keine Erinnerung. Bis jetzt, ich bin hier gelandet, werde hier alles vergessen, wenn ich rauskomme. Entführt Aliens? Fragezeichen, Dor, Uwe? Fragezeichen, UFOs? Poljeta? Träume? Ich aber nicht ich. Andere, die ich kenne, dennoch sind sie anders. Die rothaarige Frau? Naja, das... Oh, ja. Echo? Der Regen versuchte, die Sünden der Stadt weg. Wir sehen uns, Alan.
Return, also zurück. So, Video geht schon 42 Minuten. Ich würde sagen, wir speichern jetzt. Ich mache mal gemütlich jetzt ein Käffchen, Minäffchen. Ihr wollt euch was zu nascheln? Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich gehe ins Bett. Echt? Jetzt? Und dann mache ich mir keinen Kaffee mehr, wenn du jetzt ins Bett gehst. Dann machst du jetzt eventuell ist wahrscheinlich. Oder ich gucke, ob das optional ist. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace, peace, euer Amex.